Was sind denn eure Lieblingsbücher hier in der Stadtbibliothek? Also meins, wenn ich für die Kinder vorlese, dann am liebsten von Finn-Ole Heinrich, deswegen sind wir auch hier, Trecker kommt mit. Trecker kommt mit. Ich will auch Trecker kommen. Aber wollt ihr alle das sagen? Ja, deshalb sind wir hier. Hallo, wir sind die Reporter der Stadtbibliothek Bielefeld und wir werden jetzt ein Interview mit dem Autor Finn-Ole Heinrich führen. Wie sind Sie auf die Idee zu dem Buch gekommen? Ich bin seit 5 Jahren Vater eines Sohnes und mache jetzt da seit 5 Jahren ein Praktikum bei meinem Sohn. Als Vater so, wie das so ist. Und da habe ich mir so ein bisschen Notizen nebenbei gemacht. Meine Frau auch, mit der habe ich das jetzt zusammengeschrieben. Also wir machen auch beide Praktikum bei unserem Sohn. Und ja, unsere Noten sind, glaube ich, nicht so gut bei ihm jetzt, aber die Notizen haben dann gereicht, um ein Buch draus zu machen. Wie sind Sie auf den Namen Bosco Rübe gekommen? Also wir haben eine ganze Weile lang in Frankreich gewohnt. Erst nur meine Frau und ich und dann kam ja dann irgendwann unser Chef dazu. Nein, Quatsch. Also irgendwann haben wir dann diesen Sohn bekommen. Und dann sind wir irgendwann auch aus Frankreich weggezogen, aber wir haben halt noch eine Weile lang auch zu dritt gewohnt. Und da gab es einen Jungen in dem Dorf, wo wir gewohnt haben, der hieß Bosco. Und den Namen hatte ich vorher noch nie gehört, aber ich fand den super. Ich fand den Namen einfach cool. Und Rübe, das weiß ich nicht mehr. Aber ich fand es irgendwie cool. Das erste Buch hieß ja Schlafen wie die Rüben. Und das fand ich cool. Und ich glaube, ehrlich gesagt, hatte ich irgendwie diesen Satz so im Kopf. Und dann habe ich gedacht, ach, die Familie könnte ja Rübe mit Nachnamen heißen. Dann könnten die schlafen wie die Rüben. Dann könnten wir ein Buch darüber machen, wie die so schlafen gehen. Irgendwie so. Haben Sie Finn-Ole Heinrich schon mal live auf einer Bühne gesehen? Ja, ich schon. Nämlich hier in Bielefeld, auch in der Stadtbibliothek. Das hat er auch eben erzählt, als wir ein Privatinterview mit ihm gemacht haben. Also. Vor ungefähr 8 oder 9 Jahren, glaube ich, war ich hier schon mal mit dem Buch da zu Gast. Also beziehungsweise das sind eigentlich 3 Teile und ich glaube, ich habe aus einem anderen Teil vor allen Dingen gelesen. Aber genau, ja, ich war schon mal hier. Hatten Sie als Kind auch ein Lieblingskuscheltier wie Bosco Öckel? Wenn ja, was war es und wie hieß es? Kennt ihr Ernie und Bert noch? Ja. Ich hatte so einen gestrickten Ernie. Das war mein absolutes Lieblingskuscheltier, bis wir uns gestritten haben. Aber ich hatte das Problem, ich habe in so einem Hochbett geschlafen als Kind. Und ich weiß nicht, warum Ernie das gemacht hat, aber ich habe den halt abends immer so in den Arm genommen. Also wir waren wirklich jeden Tag, also den ganzen Tag miteinander verbracht. Und habe ich ihn abends halt auch so in den Arm genommen. Und am nächsten Morgen war er nie in meinem Arm. Wenn ich aufgewacht bin, war er immer am Fußende. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich ihn eines Morgens wirklich angeschrien habe im Bett und gesagt habe, letzte Chance jetzt, wenn du noch einmal nicht hier bei mir bleibst, sondern wieder bei den Füßen liegst, dann ist es vorbei mit unserer Freundschaft. Und am nächsten Morgen, wo lag Ernie? Exakt. Und so ist unsere wunderbare Freundschaft zu Ende gegangen. Wann haben Sie mit dem Bücherschreiben angefangen? Also mit 17 habe ich angefangen zu schreiben. Und dann habe ich ganz lange erstmal einfach nur so geschrieben. Und irgendwann ging es so ein bisschen in Richtung, ah ja, da könnten auch Bücher draus werden. Und ich glaube, mein erstes Buch ist erschienen, da war ich 25. Und da war dann schon so 2 Jahre vorher klar, dass das so in die Richtung gehen wird. Aber es dauert dann ja immer ziemlich lange, bis so ein Buch fertig ist. Haben Sie schon solche Bücher wie zum Beispiel Bosco Rübe rast durchs Jahr, also ich meine einfach von Finn-Ole Heinrich gelesen? Ja, ich habe schon einige Bücher von ihm gelesen und finde die immer sehr gut. Meine kleine Schwester findet die Bücher, die dieser Autor schreibt, sehr gut. Welche Bücher haben Sie als Kind gelesen? Ich hab mir viel vorlesen lassen. Und da bin, also ich bin, habe wirklich viel von Astrid Lindgren gelesen. Und ein bisschen Ottfried Preußler. Und ein bisschen Michael Ende. Ja, ich glaube, das waren so die wichtigsten. Warum finden Sie es wichtig, dass Kinder lesen? Also ich glaube, dass wir ja auch Tiere sind, ne? Und ich glaube, wir sind aber die einzigen Tiere auf der Welt, die so doll ein Interesse haben an Geschichten. Also wir sind geschichtenerzählende Tiere. Das macht uns eigentlich
besonders. Und wir können mit unseren Geschichten die irrsten Sachen machen. Also wir können zum Beispiel, wir haben zum Beispiel Geld erfunden. Wir haben erfunden, dass es Länder gibt. Wir können uns über, mit den Geschichten ganz doll verbinden und großartige Sachen machen. Zum Beispiel solche Häuser bauen. Das kann ja kein anderes Tier kriegt das so hin. Aber weil wir uns mit unseren Geschichten so organisieren können, kriegen wir viele Sachen hin. Und ich glaube, dass wir auch ganz, ganz doll Geschichten hören wollen immer. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei meinem Sohn auch mitgekriegt. Also der ist so, der will die ganze Zeit Geschichten. Also das fing an, sobald er irgendwie Worte verstehen konnte, wollte der Geschichten hören. Und dann gehört, also weil das Geschichten erzählen und das Geschichten hören so wichtig für uns Menschen ist, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man dann irgendwann lernt zu lesen, damit man sich selber die Geschichten raussuchen kann und selber in den Kopf machen kann, auf die man Lust hat und die man braucht und die einem gute Ideen bringen. Haben Sie auch schon mal eine Brotschmier-Weltmeisterschaft gemacht? Ja, ich habe gewonnen.